Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Nein, nicht zum Let's Play, zum Angespielt. Dann, jetzt habe ich mir auch direkt mal die Worte vorweggenommen. Ich mache nur ein Angespielt aus diesem Spiel, weil ich finde es an und für sich eigentlich ein interessantes Spiel, aber es holt mich nicht zu 100% ab, weil ich auch, es ist nicht so richtig mein Genre. Also es ist cool gemacht, auf jeden Fall, und es ist schön, dass es jemand auf Englisch übersetzt hat, aber teilweise gehen die Texte so schnell weg, dass ich nicht hinterherkomme mit Lesen. Geschweige denn mit Vorlesen. Und es ist interessant gemacht, aber es holt mich nicht zu 100% ab. Deswegen machen wir nur einen Angespielt mit 3 Folgen draus. Ich denke, das ist auch okay. Für jeden, der es dann spielen möchte, kann sich das Spiel ja selber besorgen und kann den Englisch-Patch dann einspielen. Das ist kein Problem. Wie das genau funktioniert, das findet ihr unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Beziehungsweise wenn YouTube irgendwann das Layout komplett umändert, dann findet ihr es rechts in der Videobeschreibung. Es ist so bescheuert, was YouTube gerade macht. Aber egal. So, continue. Loading. So, wir schauen mal gerade, was uns jetzt als nächstes erwartet. Wir kommen wieder nach draußen in die Außenwelt. Finde ich schon mal interessant, weil wir sind jetzt wieder hier. Sentry Angel. That's not allowed. You can't pass through here. Das ist immer noch nicht erlaubt. Jetzt muss ich gucken, wo ich als nächstes hin muss. Habe ich jetzt wieder so einen Marker? Ich kann es leider gerade auf der Karte nicht wirklich sehen. Vielleicht muss ich es auch irgendwie erst freispielen. Die Karte ist halt in dem Fall gerade ein bisschen blöd, weil ich es nicht sehe, was da oben drauf ist. Da fehlt mir irgendwie eine Markierung. Na gut, okay. Ist wieder der Angel. Angel. Can you remember anything? It seems you are having difficulty speaking, however... If that's only as far as your problem extend, then you must think yourself fortunate. You should have already learned what you must do. It seems you understand your responsibility, do you not? You do know what must be done in order to atone for your sin here in the real world? Use it. Don't you dare give it to anyone. There is significance in you using it. Und wieder ein Angelic bekommen. So, einmal voll machen. Jetzt warte ich kurz, bis meine HP wieder... Ach, sie sind schon wieder voll. Kann ich jetzt... Habe ich... Ah, okay. Ich habe alle Items verloren. Ich verstehe. Alles klar. Okay. Wir haben alle Items verloren, weil wir gestorben sind. Ich verstehe. Okay, jetzt muss ich das nochmal machen. Aber ich habe wirklich alles verloren. Ich habe nicht mal mehr den Code und die Waffen und alles. Wow. Ich bin erschrocken. Holy shit. Ich habe keine Waffe. Achso. Warte. Ich muss aus die Waffe ausrüsten. So. Okay. Der ist weg. So, ich habe leider keine Waffen mehr. So, okay, wir sind Level 2. Wir haben wirklich alles verloren. Wie dumm. Okay, das, stimmt, der Todesengel, Quatsch, der Sargmann hatte das ja gesagt. Ich werde alles verlieren, was ich habe. Ja, super. Okay, ich werde wirklich alles verlieren. So, Pathetic. Death 1. Death 2. So, ich nehme mal den Grounding. Den Zweier. Bringt ja sonst nichts. So, okay, dann hüpfen wir hier rein. Plop. Proceed. So, continue playing. Yes, BF1. Boyfriend. Oder Best Friend 1. Was könnte BF heißen? B-W-W-Floor. Irgendwas mit B-Floor. Bottom Floor? Beach Floor? Bitch Floor? Nein, Quatsch. Hör mal auf, mich zu hauen, du Penner. So, was er hier genau darstellt, weiß ich auch noch nicht. Crypt Angle, Purification, unnecessary. Okay, also Purification ist doch, glaube ich, wenn man vergiftet ist. Und der nimmt einem die Vergiftungen weg, oder was? Non-flammable. Also der ist nicht entflammbar. Resists to fire attacks. Ich glaube, das nehme ich immer. Ist wahrscheinlich besser als Strom an. Angriff! War der da? Boah, den habe ich nicht gesehen, den. Boah, der hat mich verjagt. Okay, wir sind aber schon Level 3. Da ist wieder so ein Viech.
treffen aber auch immer, ne? Ups. Oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die immer treffen oder nicht. Das ist mir auch ehrlich gesagt wurscht. Geh tot! Blödes Vieh. Ist hier noch jemand? Nee. Was ich an dem Spiel interessant finde, obwohl es, was hatte ich gesagt, 98 rausgekommen ist, 99? Sind die Gegner noch 2D-Sprites? Also, weiß ich nicht. Hätte man auch besser machen können, wahrscheinlich, aber es scheint mir, als hätte man irgendwie schon Probleme gehabt, dieses Spiel überhaupt bauen zu können. Gehst du mal weg? Obstinenz. Have we forgotten the origin of the scar? Also haben wir die Quelle dieser Wunde? Nee, nicht der Narbe. Narbe ist mir jetzt gerade nie eingefallen. Haben wir die vielleicht schon vergessen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich geh mal hier rein. So, proceed. Auf zur nächsten Ebene. BF2. Bottom Floor könnte das heißen. Aber ich weiß es nicht. Egal. So, also hier wieder. Wieder so ein kleines Kackviech. Dass die immer so viel aushalten. Oh nee, hier kommen wieder diese Dinger. Jetzt bin ich wieder hier, oder was? Oh. Gibt's hier Wasser? Guck mal, hier gibt's Wasser. Schön. Und ich habe dieses Item nicht mehr, ne? Okay, wir haben Arrows. Damage your teeth if you gnaw it. If thrown, damages and penetrates grotesque. Okay. So, a lighting attribute sword. Probier ich mal aus. Basic Code. Baut sich auch. So, wir... Oh, geil. Gegner, die werden doch mal schön gegrillt. Ups. So, nice. So, wir haben wieder einen Knochen bekommen. Bleibst du mal da, du Penner. Mann, der ist doch kacke. Taxi. Au. Oh, scheiße, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Deswegen bin ich vorhin wahrscheinlich auch gestorben, kann das sein? Oh. Du dämliches Ding. Also nicht nur die Viecher in diesem Spiel sind grotesk, sondern das Spiel selber ist auch sehr grotesk. Muss ich mal gerade so anmerken. So, wir haben nochmal Knochen bekommen. Ja, wir creation. Okay. No effect. Aua. So, da hinten sind noch ein paar Items. Was ist das? Antitoxin. Das brauchen wir, glaube ich. Prevents poison and paralyzing. Oder paralyzes. So. Ja, super. Es prevented, aber es hilft uns nicht bei unserer aktuellen Vergiftung. Wie geil ist das denn? Ah. Shit. Muss ich beeilen. So, den habe ich um die Ecke gekillt. Auch nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, was das ist, was wir hier einsammeln. Sind das Seelen oder... Oh, das ist noch so ein scheiß Rad. Ah. Okay. Nein, ich bin schon vergiftet, du Penner. Was ist das? Ach, guck mal, Poison geheilt. Wenn du mich jetzt gleich wieder vergiftest, kriegst du einen auf den Sack, du Penner. So, okay. Perlen bekommen. Habe ich jetzt alle hier getötet? Ich hoffe doch sehr. So, sieht aber ziemlich gut aus. Aber ich habe noch nichts von der Karte aufgedeckt. Okay, ist das hier eigentlich eine Leiter oder ist das einfach nur ein Gerüst? Beziehungsweise, nee, ist kein Gerüst, das ist von oben, von dem Dingens abgefallen wahrscheinlich. So, habe ich noch irgendwas zum Heilen? Nein. Idiot. So, 30 HP, recovered. Super. Da. So, okay. So, hier wieder diese komischen Kröten oder was auch immer das für Viecher... Hallo? Viecher sind einmal killen. Oh Gott, sind hier viele. Ist das euer Scheiß Ernst? Guck mal, wie viele Gegner. Ich habe einmal Idiot bekommen. So, habe ich nicht irgendwas, womit ich die Gegner wegballern kann? Truly pathetic sword. The sword is just visible within the box. May explode when open.
Okay, dann lasse ich das mal nicht. Kann ich das wegschmeißen? Wäre vielleicht sinnvoller, ne? Wander, Pathetic. Warte mal, ich hatte doch gerade eben irgendwas gehabt. Kann ich nicht ausrüsten. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. So, ich muss hier mal ein paar Viecher gerade umbringen. Oh, musst du mal auf mit deiner scheiß Zunge mich anzudetschen? Ich stehe da nicht drauf, du Penner. Boah. So, Level 6 haben wir bekommen. Okay, ist schon mal gut. Pathetic obtained. Ich liebe dieses Wort. Pathetic. Das spricht sich so. Das kann man so geil aussprechen irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde das geil, das Wort. Pathetic. So, damit kriege ich die Dinger eigentlich ganz gut weg. Detox obtained. Was bist du denn? Die kleinen Drecksviecher sieht man immer nicht. Oh, Entschuldigung. Falsche Taste gedrückt. Man kann die Gegner auch manchmal schon so ein bisschen aus der Entfernung wegklatschen. Finde ich eigentlich auch ganz gut. So, ich muss aber auf meine HP erstmal wieder recovern. Wir können theoretisch hier gleich in den nächsten Abschnitt hüpfen. Aber ich gucke erstmal nach, ob hier Gegner noch sind. Ich glaube, das nämlich irgendwie. Hallo? Hier ist keiner. Hier ist ein Schwert. Rose obtained. Okay. Ja. Ganz ehrlich, schon wie gesagt, interessantes Spiel, aber irgendwie so richtig catcht es mich noch nicht. Aber gut, deswegen machen wir auch noch diese Folge. Cures, Poison and Paralyzes. Sometimes paralyze grotesque may also paralyze you. Probier's mal aus. Warum nicht? Was haben wir schon zu verlieren? Proceed. So, auf zum nächsten Level. Continue. So. Und da sind wir auf dem nächsten Level. Bist du denn? Kleiner Fettsack. Au! Och, nicht du schon wieder. Oh. Grotesque got paralyzed. So. Oh, hier ist noch einer. Wie ziemlich verarscht. Das war knapp. Habe ich noch irgendwas anderes? Zum Heilen? Gerade nicht. Shit. Ich hab grad nichts. Oh, Soundeffekte sind auch krass hier. Das macht auf jeden Fall 5 Schaden. Die anderen haben immer weniger gemacht. 4 Schaden. Angelic. Komm, ich rüste das mal gerade aus. Krieg ich den besser weg. Siehst du, mit dem Angelic kriegst du den Gegner mit einem Schlag weg. Und das ist schon mal viel besser. Als mit dieser Rose, auch wenn die schon Attack Damage von 5 hat. Ey, es ist manchmal doch. Ich bin gerade schon wieder einer angebumst. Irgendwie. Wer bist du denn, kleiner Fettsack? Ja, du. Uah, wegen kleiner Fettsack. So. Oh, nee, nicht du schon wieder. Diese Sounds. Ich muss gerade mal ein Stück weg von diesem runden Ding. So. Nein, ich hab daneben, oder? Hab ich getroffen? Ich glaube, ich hab getroffen. Ja, ich hab getroffen. Ein Glück. Puh, knapp. Diese Angelics sind echt ganz gut für diese Viecher. Wenn man die einfach mal eben wegräumen möchte. Bist du tot? Ach ja, hat was Idiot fallen lassen. Ich lass mal das Detox gerade weg. Inject. Na, egal. Einmal genommen. Idiot obtained. Einmal geheilt. Sehr gut. Oh, schon mal nicht schlecht. So, der ist weg. Dieser kleine Knubbelvieh kommt auch noch weg. Sehr gut. Super. Okay, wir heilen langsam wieder. 131 HP insgesamt können wir haben. Das ist schon mal gut. Ist ein schöner Wert. So. Paralyse. Evaded. Also Paralyzes evaded. Okay. Deine Fettsack hier wieder. Die haben irgendwie. Oh nein. Nicht ihr schon wieder. Ich mag euch nicht.
So, das Viech haben wir paralysiert. Ich habe keine Attack mehr. Oh, du Penner. So, okay. Bin selber paralysiert worden, wie schön. Sag mal, ist das die Knarre? Die Rose, oder? Habe ich nicht irgendwas anderes, was ich nehmen kann? Sag mal, den Thunder habe ich zweimal, kann das sein? Ja, habe ich zweimal. Dann kann ich einen wegschmeißen. So. Jetzt habe ich ihn natürlich wiederbekommen. Toll. Hä? Ist Vieh tot? Offensichtlich. Ich finde es komisch, dass man nicht nach unten gucken kann. Item 4. Okay. Thunder. Throw. Ja, toll. Sword obtained. Sword. Sterilization. Ein schönes, starkes Schwert. Vielleicht muss ich irgendwie mal was wegschmeißen. Was ich gerade irgendwie nicht gebrauchen kann. Ich suche mir mal eine dunkle Ecke. Ich muss wegschmeißen. So, Inject. Egal. Medic. Limsy Code. Throw. So, kann ich noch irgendwas wegschmeißen? Jo. Throw. Dieser Sound schon wieder, ne? Oh! Antitoxin prevents poison and paralyzes. Ich schmeiß das hier mal weg. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also beziehungsweise es kann mir schaden, deswegen schmeiß es weg. Das kann ich auch irgendwie brand myself. I brand myself today. Keine Ahnung. Mal gucken, was es hilft. Boah, diese Sounds sind geil, ne? Sieht auch cool aus. Also jetzt nimmt das also langsam mal ein bisschen Fahrt hier auf. Und sieht immer ein bisschen besser aus als immer nur so hässliches Gelöt hier. Boah, Sound ist gerade echt geil. Wer bist du denn? Worker Angel. You heard those cries of agony? The agony of the littles? Only gotta endure it for a bit longer though. I think there's a plan to make the littles destroy themselves, after all. Ja, gut. Böse Sounds von den Kleinen, ja, die habe ich auf jeden Fall gehört. Hier ist noch was. Wieder ein Idiot. Ups. Bei den Idiots muss man halt aufgucken, weil die können auch schnell vergammeln. Dann kriegen wir Bauchaua. Das ist nicht so gut. Bauchaua ist nicht schön. Aber wo muss ich jetzt lang? Achso, ich muss wieder zurück. Okay. Ja, dann gehe ich mal wieder zurück. Tschüss. Herr Engel. War schön mit Ihnen. So. Also das von der Machart hier und alles sieht schon echt geil aus. Also da haben sie sich jetzt so langsam kommt das Spiel, ne? Also. Wow. Oh, Erde näher. Mit dir, du Penner. So, ich mach nochmal so eine Murmel. Hä? Ich hab doch gerade was klatschen gehört. Oh, dieser Sound. Oh, das ist so eklig. Ach, guck mal, hier ist ein Schalter. Ah. Ein Schalter. Ah, da geht eine Wand auf. Deswegen habe ich da die Gegner gehört. Oh, hier sind wieder so viele. Viele Gegner. Okay, Level 8. Ich glaube, wir haben ein bisschen HP bekommen. So, der Dicke ist wieder weg. Ein ID obtained. Sah aus wie ein Stock. So, einmal die Pille mitnehmen. So, komm her, du scheiß Vieh. Aua, die tun ganz schön weh, die Kackviecher. Aua. So, den haben wir. Viele Gegner hier. Die tun mir auch weh. Ist das nicht nett? So, Code. Wieder einen Mantel bekommen. Also die Augentypen produzieren diese kleinen Viecher hier. Das haben wir jetzt nun ja schon gesehen.
Es ist trotzdem sehr seltsam. So. Idiot not obtained. Items full. Achso, den kann ich nicht mehr drücken, den Knopf, weil wir den schon haben. Ich heile mich mal gerade. Habe ich noch so einen Idiot? Ah ja, da. So, 30 HP bekommen auf jeden Fall. Dann würde ich den hier auch noch mitnehmen. Habe ich ihn jetzt mitgenommen? Wo sind wir jetzt? Hä? Hier lag doch gerade ein Idiot rum. Ach, ich habe schon eingesammelt. Okay. Identifies as an item it infests. Okay. Keine Ahnung. ID is dead. Ich habe keine Ahnung. Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es echt nicht. Es ist ein bisschen seltsam, was hier so in diesem Spiel passiert. Throw. Weg damit. Okay. Ich habe noch mehr von diesem Befertigzeug. Kann ich irgendwie sinnvoller einsetzen? So, ich schmeiße jetzt alles weg. Scheiße und drauf. So, komm, weg damit. So, proceed. Okay. So. Level 4. Ja komm, wir machen noch diesen einen Level auf jeden Fall. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ist auf jeden Fall schon mal eine Idee. Oh, guck mal, wieder ein bisschen anderes Aussehen. Und wie gesagt, ich habe die ganze Zeit eben so gedacht, so, oh, sieht irgendwie so scheiße aus alles. Flash obtained. So, Fleisch. Erasure obtained. So, ein Fettsack obtained. Dicker, kleiner Typ, der jetzt größer geworden ist. Beziehungsweise das ist eine Frau, die hat ja auch Monstermöpse, wie man sieht. Gepierste Monstermöpse. So, okay. Es ist ein seltsames Spiel. Sie hat mich nicht gesehen mit ihren Monstermöpsen, weil sie sich rumgedreht hat. Hat wahrscheinlich gerade wichtigere Dinge zu tun gehabt, als sich mit mir abzugeben. Hier ist wieder so ein kleiner Klatscher. Ja, den haben wir. Da ist wieder so ein scheiß Augending. Aua, ich spring mich immer an. Ja, ey, weißt du, wenn ihr meint, ihr braucht irgendjemanden, den ihr anklatschen könnt, dann bitte nicht mich. Aber nicht, das ist nicht in Ordnung. Ich habe gerade überlegt, wie ich das am besten freundlich formuliere. Ich hatte andere Formulierungen im Kopf gehabt. Die waren bei weitem nicht so freundlich wie die ich gerade hatte. Die ich gerade ausgespuckt habe. Auch wieder diese sphärische Musik hier, ist schon geil. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Aber, wie gesagt, der Rest ist so ein bisschen strange. Seltsam. Wirkt so wie, weiß ich nicht, ein Quake auf Langeweile. Also nicht, dass es langweilig ist, das Spiel, aber es ist halt einfach, es ist seltsam. Uah. Jetzt kommen die dicken Frauen wieder, oder wie? Ih! Dunkelheit, ja. Bei dem, was sie gerade abgesondert hat, kein Wunder. Da hat der Codekasten mal ordentlich Dreck produziert. Jetzt ist aber gut hier. Aua! Hör mal auf, dicke Frau. Oh, ich bin gleich tot. Oh, gehst du mal kaputt? Oh, scheiße. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf angelegt, dass ich sterbe. Aber gut, dann haben wir auf jeden Fall... Shit, das sollte nicht so enden. Ich wollte eigentlich noch ein Stückchen weiter spielen. Aber okay, da war auf einmal Dunkelheit um mich drumherum und ich habe nicht mehr gesehen, was Phase ist. Das passiert offensichtlich, wenn man angekackt wird. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen wie eklig. Na gut, ich würde einfach mal sagen, das war's. Erstmal mit Barock. Ich werde es, wie gesagt, nicht weiterspielen, weil es... Ihr habt jetzt nur einen Eindruck von dem Spiel bekommen. Es geht halt einfach nur darum, dass man irgendwie sich nach oben kämpft durch diesen Nerf Tower. Und was auch immer oben sein mag, es ist ein sehr seltsames Spiel auf jeden Fall. Mich wundert jetzt mittlerweile nicht mehr, warum es nur in Japan erschienen ist. Also ja, es ist wie es ist. Und es ist vollkommen okay. Aber wenn ihr selber, wie gesagt, mal Bock habt, es zu spielen, es gibt mittlerweile den Englisch-Patch. Ihr könnt ihn runterladen. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung, das ist ein Mega-Link, also kein Problem, den können wir einfach runterladen.
Da gibt es keine Probleme. Ich habe den auch einfach runtergeladen. Genau, das war es also mit Barock und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem anderen Spiel wieder. Bis dahin, macht's gut.